Hallo und herzlich willkommen bei Nanook Womoblog. Ja, die Corona-Lockerungen greifen langsam. Hier in Hessen dürfen ab heute Campingplätze wieder öffnen. Und ja, 9 Wochen ist es her, dass wir unseren Nanook das letzte Mal bewegt haben. Damals waren wir ja noch einmal oben bei Obelink und bei Potts Brauerei. Und jetzt seit 9 Wochen steht unser Nanook. Wir haben natürlich immer nach der Batterie geschaut. Wir können den gesamten Stromkreis trennen von den Batterien. Und wir haben jetzt immer noch 12,3 Volt auf der Aufbaubatterie oder auf den beiden Aufbaubatterien und 12,2 Volt auf der Starterbatterie. So, und jetzt hören wir uns mal das schönste Geräusch an, was man nach 9 Wochen hören kann. Wenn der Diesel anspringt. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zum Campingplatz. Da werde ich heute übernachten, das Auto an den Strom hängen, damit die Batterien wieder voll geladen werden. Denn am kommenden Wochenende, besser gesagt am Christi Himmelfahrt, am Vatertag, da werden wir unsere erste Tour machen. Also bis später. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Stellplatz in Offenbach-Bürgel angekommen. Ich kenne den Stellplatz eigentlich noch von früher, einige Jahre zurück. Bin ich hier vorne, ich zeige es gleich mal, öfters auf dem Fahrradweg dran vorbeigefahren. Und er war früher eigentlich ziemlich runtergekommen, standen viele alte Dauercamper da, ziemlich abgeranzte Wohnwagen. Aber seit wohl ein paar Jahren gibt es hier neue Pächter, eine holländische Familie, die diesen Campingplatz übernommen hat. Und sie ist schwer am Sanieren, am Restaurieren. Es gibt jetzt mittlerweile einen Kinderspielplatz. Wir werden auch mal einen Rundgang machen hier über den Platz. Und ja, mittlerweile auch eine ganze Reihe Touristencamper, die unisono, zumindest bei ProMobil, diesen Stellplatz hier loben, diesen Campingplatz. Ich habe jetzt alleine hier 15,50 Euro bezahlt für die Nacht inklusive Strom. Die Preise findet ihr auf der Homepage, die verlinke ich unten nochmal. Ja, nachher, wenn ich mich hier ein bisschen eingerichtet habe, dann machen wir einen kleinen Rundgang hier über den Platz. Und vielleicht kann ich auch mal ein bisschen hinten dran außerhalb des Platzes die Drohne steigen lassen. Vielleicht kann ich ja auch noch ein paar Luftaufnahmen machen. Der Campingplatz hat 30 Stellplätze, hat Ver- und Entsorgung, Dusche, WC. Hier gibt es ein Restaurant, die Speisegaststätte Campingplatz. Und direkt hier hinter der Böschung ist der Main. Und eigentlich sehr schön gelegen und vor allen Dingen, das muss ich ganz ehrlich sagen, ruhiger. Ja, wie ihr seht, geht der Fahrradweg. Moment, ich gehe mal ein bisschen vor, direkt hier vor dem Campingplatz lang. Das ist der Fahrradweg von Offenbach nach Dörnigheim. Ja, ich denke mal, die 30 Stellplätze beziehen sich auf die Touristenplätze. So, wie man sieht, es wird hier kräftig noch gewerkelt und gearbeitet, es wird modernisiert. Gasflaschentausch gibt es hier auch, allerdings nur die grauen, grünen, mit Farben habe ich es nicht so, Stahlflaschen. So Alugas kann man hier nicht tauschen. Aber ihr seht auch schon gleich hier den Kinderspielplatz. Der ist, wie man auch sieht, ganz neu. Neben der Rezeption und dem Restaurant ist dann der Sanitärbereich. Bad, WC, Spülmöglichkeiten und hier eben dann die Entleerung der Chemietoilette und da hinten im Hintergrund der Wasseranschluss.
um Wasser zu bunkern. Auch ins Waschhaus kommt man nur mit dem Schlüssel. Und jetzt zu Zeiten von Covid-19 natürlich überall auch die Abstands- und die Hygienehinweise. Und damit nicht zu viele Leute sich gleichzeitig hier aufhalten, muss man einen Schlüssel nehmen. Ja, dann schauen wir uns mal den Bereich an. Hier vorne sind die Waschbecken. Wie man an diesen Bildern unschwer erkennen kann, ist die Sanitäranlage noch sanierungsbedürftig, aber auf jeden Fall sauber. Aber da der Platz erst vor kurzem übernommen wurde, denke ich mal, sind die Arbeiten auch schon bereits fest eingeplant. Auf meinem kleinen Rundgang konnte ich ein paar Worte mit dem Betreiber wechseln und er hat mir erzählt, dass er diesen komplett verwahrlosten Platz vor einem Jahr übernommen hat. Er hat seitdem sehr viel gearbeitet, sehr viel investiert und wollte eigentlich jetzt zu dieser Saison mit dem Sanitärhaus fertig sein, ja, wenn ihm nicht Corona dazwischen gekommen wäre und so mussten die Bauarbeiten eingestellt werden. Es wird sich hier noch eine ganze Menge tun. Er hat mir gesagt, er hat vor, in einem Jahr hier komplett fertig zu sein. Auch die Grauwasserentsorgung, die es derzeit leider noch nicht gibt, fertig zu haben. Ja, und so ist das eigentlich mittlerweile schon ein recht schöner Platz geworden. Und wer Frankfurt besuchen möchte, was sich auf jeden Fall lohnt, der hat mittlerweile zwei Alternativen, wenn er nicht direkt in der Innenstadt auf einem Parkplatz stehen will. Es ist auf der anderen Seite hinter Fechenheim Richtung Mainkur der Campingplatz Mainkur und jetzt hier eben der Campingplatz in Offenbach-Bürgel, sehr ruhig gelegen. Man ist direkt über die Brücke, über den Main, direkt bei der Straßenbahnhaltestelle, also man kommt auch sehr schnell an die öffentlichen Verkehrsmitteln und es lohnt sich auf jeden Fall, ihn in Betracht zu ziehen. Wer, wie gesagt, Frankfurt besuchen will. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall den Platz nochmal anschauen, vielleicht im Herbst, vielleicht nächstes Jahr, und mal gucken, welche Fortschritte er gemacht hat.
Ich hoffe, die kleine, kurze Stellplatzvorstellung unseres neuen Campingplatzes hier in der Nähe von Frankfurt, vor den Toren Frankfurts, hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, klickt auf das Glöckchen, damit ihr keinen unserer Filme verpasst. Und wenn ihr jetzt nach Corona wieder unterwegs seid, fahrt vorsichtig, kommt gut an. Wir wünschen euch viel Spaß und gute Reise.